Mehr Gerechtigkeit für die Menschen im Osten, mehr Geld für die Bildung, höhere Löhne und angepasste Renten. Das fordert die Linke unter anderem in ihrem Programm für die Landtags- und Bundestagswahl im September. Am 5. August stellte die Spitzenkandidatin für Mecklenburg-Vorpommern Simone Oldenburg gemeinsam mit Dietmar Bartsch, dem Spitzenkandidaten für den Bundestag, die Wahlkampagne unter dem Motto „Das Original für den Osten“ vor. Wir möchten, dass dieses Abgehängtsein und dieses Menschen zweiter Klasse zu sein, dass das endlich aufhört. Man hat uns nicht gratis mit dazu bekommen vor 31 Jahren, sondern wir sind selbstbewusst und wir möchten, dass man uns mit Respekt, mit Anstand und mit Würde begegnet. Und deswegen brauchen wir gleiche Renten in Ost und West und auch gleiche Löhne in Ost und West. Wir als Linke haben uns ja in den vergangenen Jahrzehnten dafür engagiert und durchaus erfolgreich, dass der Osten nicht hinten runterfällt. Und dieses Thema werden wir auch weiterhin in aller Deutlichkeit in den Bundestag bringen, weil wir können uns nicht damit abfinden, dass es nicht einen Minister, nicht eine Ministerin aus den neuen Ländern gibt, dass bei Bundesbehörden immer noch eine Rolle spielt, woher der Minister kommt und sie dann im Westen angesiedelt werden. Aber vor allen Dingen muss es darum gehen, dass endlich die Löhne in unserem Land entsprechend der Leistung angeglichen werden und dass es keine Rentengrenze mehr gibt. Mit Blick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl zielt die Linke Bartsch zufolge auf ein zweistelliges Ergebnis. Oldenburg dagegen äußerte sich für Mecklenburg-Vorpommern zurückhaltender. Auf ein Wahlziel wollte sie sich nicht festlegen. Im Rahmen einer Trailer-Tour sind laut der Spitzenkandidatin im Nordosten bis zum 26. September rund 60 Veranstaltungen geplant. Denn die Linke kämpft, so Oldenburg, für jede Stimme.